Es ist wieder soweit, Mark of Chaos Zeit. Wir haben den verräterischen Sudoball in der letzten Mission erledigt und stehen jetzt vor der letzten Mission des dritten Kapitels, Dunkler Aufstieg. Ja, also die Mission habe ich noch gut in Erinnerung. Die wird hammerhart. Ja, Truppen haben wir ja schon aufgefüllt. Das heißt, wir können die Mission eigentlich schon spielen. Asavakuls Leib liegt auf einem Berg aus Schädeln. Torga marschiert zu dessen Spitze hoch und holt sich seine Trophäe. Doch vom Ufer her erschallen Elfenhörner. Da wollen uns die Spitzohren wieder dazwischen funken. Hier wieder das übliche Prozedere. Ich werde dieses Mal auch die Barbaren zu Hause lassen und werde den doch etwas härteren Chaoskriegern den Vorzug geben. Götter sind wankelmütig. Niemand kann sagen, welcher ihrer Champions belohnt und welcher fallen gelassen wird. Denn sie sind alle nur ein Spielzeug der dunklen Götter. Ja, hier sieht man auch schon, was uns erwartet, wenn wir die Mission schaffen. Wir werden in den Stand eines Dämonenprinzen erhoben. So, da sind wir auch schon. Ihr seht, kleine Karte. Dieses Mal sind wir sozusagen nicht mit von der Partie, denn wir sind hier als ja, NSC und wir stehen hier sozusagen vor diesem Leichnam von Asavakul. Den können wir uns auch gleich mal anschauen. Ja, hier ist der Berg aus Schädeln, der erwähnt wurde und da liegt eben dieser Champion. Sieht nicht mehr gut aus. Ja, wir haben hier einen, ja, nicht Schrein der Vitalität, sondern diese Götterflamme. Macht aber das Gleiche, füllt unsere Truppen wieder auf. Ja, und ihr seht schon, wir haben hier einen, zwei, drei Zugänge zu dieser Plattform. Und die werden wir jetzt verteidigen müssen. Was sollen wir für Denn euch tun? da kommen jetzt verschiedene Elfen, Einheiten und Bewegung! wollen unseren Darüber! guten Torga ans Leder. Ja, und wir müssen ihn O jetzt mächtige sozusagen für Götter, eine segnet uns mit gewisse eurem Kampf, Zeit dass wir euch beschützen. siegen mögen! Ich glaube eine Viertelstunde oder so. Was dann nicht ganz einfach wird. Denn da brandet Der wirklich Atem eine der Menge Götter Zeug weht auf uns stark ein. heute. Ich glaube, Wir werden Höhepunkt sie war dann vernichten. ein Adliger der Hochelfen auf Ich Drache. habe eine andere Rolle zu spielen. Also an den kann Lass ich mir mich noch Mitzählen mit ziemlich Lord gut erinnern. Alles im Namen der großen Götter Ähm, sollen über den Städten dieser Schwächlinge wehen. ja, hier seht ihr eh schon Speerträger. Was haben wir hier? Obelisk der Reinheit. Nichts Gut. kann die Legionen Wir des werden Korn sie aufhalten. vernichten. Der Boden soll erbeben. Ja, da kann eh niemand hoch. Sana Guls beste Todbringer Arbeit. werde ich mal hier in der Mitte lassen. Und dann beenden wir auch schon die Aufstellung. Genau, wehrt die Angriffe der Hochelfen ab und Torga muss die Schlacht überleben. Der Blutige braucht uns. Wir müssen den Meister schützen. Sklaven der Gut. Dunkelheit, ihr verdient endlose Qual, und dorthin schicken wir euch. Ja, die großen, mäuligen Hochelfen wieder. Genau, hier Countdown. 10 Minuten müssen wir aushalten. Was doch nicht so lange. Genau. Und, ja. Leichter gesagt als getan. Hier sind Barrikaden aufgebaut, das heißt, die
Hochelfen werden schon eine Zeit aufgehalten, also nur um die Barrikaden zu zerstören. Die Barrikade nicht überwinden. Der Blutige braucht uns. Ja, Olaf. Also hier der Olaf der Berserker hat jetzt das Kommando so übernommen über unsere Armee. Und ja. Gibt uns hier eben jetzt kluge Ratschläge. Die Barrikade war doch nicht so standhaft, wie ich es mir gedacht habe. Also da sind die... Begrüßen wir sie mit unseren Klingen. Da sind die gleich durchgebrochen. Und hier melden sich auch Barbaren zu Wort, die wir eigentlich zu Hause gelassen haben. Aber gut. Ja, jetzt kommen nur Speerträger und Bogenschützen. Haben wir da was verloren? 16 und 20, ne? Also die haben wir niedergemacht, ohne dass uns was gefehlt hat. Ah, hier nochmal Speerträger und da auch wahrscheinlich. Jawohl. Vielleicht sollte ich hier auch auf die Bogenschützen schießen. Reiche Beute! Spart euch eure Worte für den Todesschrei! So. Euch machen wir weg. Was ist da eigentlich für eine Animation? Ah ja, da geht sozusagen diese dämonische Aura in den Torgar rein. Wenn es ihn glücklich macht. So, was haben wir hier? Speerträger. Die werden wir gleich mal etwas dezimieren. Ich bin unaufhaltbar! Da sind die Nächsten. Da gehen wir natürlich mit den Kriegern rein. Und die stechen immer noch auf die Barrikaden ein. Da könnte ich mal diesen Ring des Wandels probieren, ja. Ach, und diese Chaosbrut gehört jetzt zu meiner Armee. Das ist ja schön. Was hat der Reaktivierungszeit? Ja, gut. 400 Sekunden. Ja, und schon haben wir eine Chaosbrut, die unseren Eingang bewacht. So schnell geht das. Chaos macht's möglich. Obelisk-Reinheit, ja. Was haben wir hier? Gold, gut. Ist mir jetzt, ja. Kann man eigentlich mal holen. Ich komme da gar nicht durch, oder wie? Nein, komme ich nicht. Wartet hier. Ja, bis jetzt scheint ja da mit den Elfen noch nicht viel los zu sein. Ist da hinten noch was? Ist das nur der Obelisk? Ja, mein nächstes Let's Play-Projekt habe ich übrigens auch schon im Kopf. Denn hier haben wir ja nicht mehr so viele Missionen zu spielen. Also wie gesagt, das ist jetzt die letzte Mission von dem dritten Kapitel. Ja, dann das letzte Kapitel werden noch drei Missionen oder so sein. Ja, das heißt, ich habe da noch Futter für maximal 2 Wochen und dann ist Schluss hier mit dem Let's Play. Ich werde auf alle Fälle als nächstes nicht den Nachfolger Battle Mode spielen, denn ich möchte jetzt dann wieder mal etwas, das nicht so hektisch ist, spielen. Ja, also so viel sei verraten, es ist wieder ein Klassiker. Und es ist etwas, das nicht so hektisch ist, sondern ein recht schönes Fantasy-Adventure mit Rollenspielelementen, will ich es mal nennen. Und ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Kalanos,
Das ist der Typ auf Drache, glaube ich. Ja, richtig, genau. Da kommt er schon. Sieht schon ein Drache beeindruckend aus. Dieses Monster können wir nicht töten. Wir sind verdammt. Ja, da hat er auch recht, der Herr Bavar. Den Drachen können wir tatsächlich erst töten, wenn der Torgar zum Dämonenprinzen aufgestiegen ist. Vorher wird da leider nichts draus. Sprich, in 4 Minuten erst. Also, soweit ich mich erinnern kann. Götter geben mir Kraft. So, haben wir hier nur einen Speerträger. Ja, dann machen wir mal einen Lebensentzug drauf, der nichts bringt. Aber hier. Zack. Auch nicht. Ach, der ist wohl unbesiegbar. Die Chaosbrut ist jetzt auch ziemlich glücklos gefallen. Und da müssen wir wohl die Bogenschützen. So. Naja, die stürmen jetzt sofort auf den Hügel zu. Die werden aber gestoppt. So, ja. Der Drache rückt an. Versuchen wir ihn mal. Naja, können wir eigentlich jetzt nur mit den Harpien machen, denke ich. Unsere Tode werden sinnlos sein. Der klappt tatsächlich nicht. Also der Speerträger hier ist so der hochelvische Chuck Norris. Torgas-Verwandlung ist bald vollendet. Ansehen tut man es ihm noch nicht. Aber das wird dann schon ein ziemlich böser Dämonenprinz dann. Der dann auch schon reinhaut. Ich meine, die Warhammer Fantasy-Spieler unter euch, die kennen das, ja. Ah, ich habe gerade Chaoskrieger von mir gesprengt hier mit diesem Wind des Todes. So wie es aussieht, ja. Und den Drachen haben wir fürs Erste zurückgeschlagen. Ich glaube, der fliegt aber nur zurück zu so einem Obelisken. Füllt sich wieder auf und kommt dann zurück, also keine Entwarnung von daher. Mein Schicksal steht fest. Aber egal, wir füllen uns jetzt erstmal auf. Tod für den Todesfürsten! 27er. Vorwärts, Brüder, vorwärts! Zeig kein Mitleid. Nur Feiglinge ziehen sich zurück. Was sind die eigentlich? Blutrausch. Erhöht jegliche Schaden, die Moral des Regiments. Ja. Oh, illyrianische Grenzreiter. Die sind ja auch neu. Die hatten wir noch nicht, oder? Zeig kein Mitleid. So. Ja, wartet nur hier. Da werde ich gleich nochmal einen zur Chaosbrut machen. In 3, 2, 1 und los. So. Ja, da könnten wir direkt auf diese Grenzreiter schießen. Die haben es eh nicht lange gemacht. Oh, oh, nein, hier zurück, denn wenn der Todbringer da drauf schießt, dann habe ich ehrlich gesagt lieber keine eigenen Einheiten da irgendwie in Reichweite. So. Der Blutige hat sich erhoben. Seht den fleischgewordenen Willen der Götter. Ich vernichte diese Elfen und fresse ihre Seelen.
Ein Dämonenprinz. So, Verwandlung ist abgeschlossen. Zu mir, Trauknura. Deine Zähne und meine Klinge treiben diese Kreatur zurück ins Chaosreich. Reiset Korn. Das verderben sie ja neue Fähigkeit. Dämonische Detonation. Auf dem Boden und fügt unfeindlichen Zielen in Gebietsschaden zu. Mhm. Jetzt fliegen die Harpien schon wieder darum. Die Gargoyle. Ihr sollt doch euch zurückziehen. Und wo ist jetzt eigentlich der Drache? Kommt noch nicht wieder zurück. Ja gut, dann müssen wir uns hier eben mit seinen Untergebenen spielen. Verbrennt sie alle! Die Sterne sagen deinen Tod voraus! Reite deine Seele auf den Tod! Verbrennt sie alle! Wie sind das noch 7? Ja, gut. Die, glaube ich, können wir... Und zwei Erzmagier kommen da an. Also die Harpien nerven. Ich glaube, die muss ich jetzt mal auf... Gehen, fliegen, stopp. Ah, denen kann ich anscheinend keinen Haltebefehl geben. Ist ein bisschen schade. Ist der Wille der dunklen Herrscher, aber gut. Der uns den Segen reißt. So. Solch einen Schrecken kann man nicht bekämpfen. Diese Grenzreiter sind wirklich widerspenstig. Also, wie viel haben die? Nur 2 Trefferpunkte. Also dafür halten die viel aus. So, ja, und wo bleibt jetzt hier der Prinz? Und da ist er. Tatsächlich. Ach, bist schon im Zweikampf mit meinem guten Torga. Da machen wir gleich mal alle Fähigkeiten. Enker. Der Held führt einen verheerenden Angriff aus, der bis zu 15 Schaden verursacht. Wann aktiviert sich das? Ah ja, nur gegen Helden mit 30% TP oder weniger benutzbar. Oh, oh. Der Torga hat doch zu kämpfen hier. Also der wird schon etwas gebeutelt. Und sind hier... Nee. Gut. Naja, solange ich meinen Heiltrank da süffeln kann, glaube ich... Naja, wird mich auf Dauer auch nicht retten, denke ich. Aber das Problem ist halt, ich kann ihn hier auch nicht aus der Herausforderung rausziehen, nein. Kann er da Tränke aufheben in der Herausforderung? Schauen wir mal. Das wäre natürlich eine feine Sache, wenn die Harpien hier mal wegfliegen würden. Warum sage ich eigentlich immer Harpien? Es sind keine Harpien, es sind Chaos-Gargoyle. So. Trank. Nein, kann ich nicht aufheben. Schade. Aber ich kann ihm nochmal eine Fähigkeit kaufen hier. Schön. Ja, sieht jetzt auch nicht unbedingt aus wie ein Zweikampf. Der Drache fliegt irgendwie ein paar Meter über dem Boden und der Torga schlägt hier in den Erdboden rein. Ja. Lieber nochmal den Heiltrank nehmen und zack, zack, zack. Schlag des Fluches, ja, Fluch des Chaos, bla. Ja, wirklich ein epischer und gar nicht öder Zweikampf. Ich krieg mich hier gar nicht mehr ein. Ja, und ich hoffe, ich kann jetzt bald diesen Henker da verwenden.
wie hat der Treffer? Die 58? Ich hab 45. Hatte ich nicht vorher mehr? Hatte ich nicht 56 oder so? Also, so grundsätzlich maximal. Da hat ihn anscheinend der Aufstieg zum Dämonenprinz geschwächt. Sollte eigentlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Und wie viel Treffer macht er? 12. Ah, und ich kann jetzt endlich diesen Henker machen. Der allerdings dauert das. Ah ja, hat hingehauen. Also, ja, gut. Dieser Schlag hat schon gesessen. Das, glaube ich, darf aber auch sein. Denn ich habe auch nur noch 7 Lebenspunkte. Er hat 4. Ja. Das könnte noch hinhauen. Also da könnten wir durchaus noch mit einem blauen Auge davonkommen. Ja, und da fällt er. Gargans Karmesin ruht zur Rüstung. Die erbärmlichen Elfen können uns nicht mehr aufhalten. Ja, so soll es sein. Kuhl war nur ein Mensch. Krone des ewigen Kampfes, also da. Ich bin ein Halbgott. Kriegt man schon einiges. Die Männer des Imperiums fliegen nachts wach und fürchten meine Ankunft. Mantel der Könige, also das hört sich alles sehr schön an. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich da wegkomme. Nicht, dass mich noch ein Todbringerschuss, der irgendwie fehlgeleitet wird, da dahinrafft. Ja, und da sind wir auch siegreich. Schön.